gibt jetzt Gun Game, eine neue Team Deathmatch Moshpit Liste wurde hinzugefügt, genauso wie Chaos Domination. Die Spezialisten wurden gepatcht, die ARs wurden schlechter gemacht, die SMGs wurden verbessert, die Spezialisten wurden gepickt. Andere Sniper außer die Paladin wurden besser gemacht, die Pistolen wurden gebufft, die Shotguns sind gut wie sie sind. Es kam ein riesen Update. Genauso wie dieser Mann hier schreit, hab ich innerlich geschrien, weil ich auf dieses Update gewartet habe. Und heute werden wir alles durchgehen, weil einige... My head's underwater, but I'm breathing fine. Die erste wichtige Sache ist die Titan und ich möchte testen, ob die Titan immer noch so gut ist. Wie ihr seht, ich habe sie nur gespielt, weil ich sie aufgehoben habe, immer noch auf Level 3 und keine Aufsätze. Aber das sollte reichen, ich will ja nur den Schaden sehen und den Schaden sehen wir trotzdem. Guck mal, die Waffe, ey. Und das Ganze testen wir in dem neuen Modus Chaos Herrscher. Hier nimmt man Flaggen in 3 Sekunden ein, also ihr springt drauf. Eingenommen. Ich bin Jam 23 Jahre alt und kann keine Sekunden zählen. Und das Spiel geht bis 300 Herrschaftspunkten, Leute. Es ist gestört. Und das werden wir beides jetzt testen auf dieser wunderbaren Map Schlange. Oh mein Gott, schaut euch mal die Punkte an. Sie haben Stolperfallen nicht gepatcht! Wer zum Teufel saß da, Mann? Ihr sitzt da und macht eine ellenlange Liste und dann macht ihr die Stolperfalle nicht schlechter. Was geht bei euch, Mann? Kommt her. Ja, okay. Auf den ersten Blick Double Kill direkt. Ziemlich gleich. Ich weiß, Leute, ich habe keine Aufsätze, aber ihr habt es gesehen. Direkt das erste Mal, 2 Leute wurden so schnell gemeldet, als wäre es nur eine Person. Okay, es fühlt sich ziemlich schnell an und das ist mein Team. Jetzt ein normales Spiel. Okay, sofort Cut zum nächsten Spiel, wo wir die Waffe zeigen. Okay, warte. Nein, nein, nein. Bevor das geht, will ich 2 Dinge sagen. Erstens, eigenes Spieler hat jetzt einen eigenen Button bekommen. Für alle, die mein Video über BO4 gesehen haben, ihr habt ja diese Stelle auch gesehen. Warum sind die privaten Spiele auf einen kleinen Haufen Striche komprimiert? War da sonst kein Platz? Und einige haben geheult so, warum beschwerst du dich über das Menü? Jetzt seht ihr es, sogar die Entwickler haben es eingesehen. Wer auch immer die Idee hatte, so ein kleines Teil als eigene Spiele zu haben, ich muss mich beruhigen. Egal, das war die erste Sache. 2. Sache an die 30 Leute, die mich deswegen beleidigen werden. Ja, ich trage ein Bandana. Warum trage ich das? Weil meine Haare wieder viel zu lang sind und ich habe keinen Bock, sie zu machen. Und sie sollen auch nicht in meinem Gesicht hängen. Und jetzt gehen wir in die nächste Runde. Let's go. Übrigens, Leute, während diese Map lädt, seht ihr diesen Karton dort drüben? Das ist mein neues Merch. Das kommt diesen Sonntag online. Wollte ich euch nur mal sagen. Und es ist das beste Merch, was ich jemals gemacht habe. Und das sage ich nach 4 Designs das allererste Mal. Es ist edel, fein, geil. Lasst euch überraschen. Und es gibt nur noch ein paar Dosen von Bloody Berry, dem Halloween-Geschmack von Level Up. Checkt das gerne. Gerne ab. Level up. Checked up. Ich weiß, es waren schlechte. Und ich habe die 9-Knall. Ist immer noch dieselbe 9-Knall? Warte mal, ich glaube, ich habe auch nichts von der 9-Knall gelesen. Ich muss das auch mal nachschauen. Ich glaube, die haben da nichts geändert. Okay, nein. Selbst die 9-Knall. Sie haben die 9-Knall nicht geändert. Och, Mann. Warum? Ich habe nie richtig mit der Titan gespielt. Wie gesagt, ich habe nur Videos gesehen, aber es sieht genauso aus wie in den Videos. Es ist wie BO2. Ich habe allen immer gesagt, es sieht aus. 9-Knall. So, da ist jemand. Zeig dich. Ah. Schon wieder. Es ist schon wieder. Es ist einfach stark. Es ist einfach stark. Da ist wieder einer. Zeig dich. Danke. Was machst du da? Switch. Okay, Digga, Spiel. Du bist so süchtig geworden. Und nur als kleine Information für euch, Leute. Sie haben den Headshot-Schaden etwas gesenkt bei der Waffe. Sie haben die Laufgeschwindigkeit, die man hat, verlangsamt. Hier irgendwo war der Hund. Da ist er. Da ist er. Der Typ hat nichts gemacht. Er hat einen Knopf gedrückt und mich gekillt. Er hätte in jedem Gunfight verloren. Der Hund hat übrigens 10% weniger Leben. Warte, dafür sterbe ich sogar. Warte. Ja. 10%, meine Damen und Herren. 10% weniger Leben. Also, dass wir so lange auf das Update gewartet haben. Ich habe es mir durchgelesen. Wir kommen gleich noch zu einem Punkt. Dass wir so lange drauf gewartet haben und dann sowas bekommen, das ist schon eine Enttäuschung. Das Update ist wack as fuck. Also, sie haben nur den Headshot-Schaden reduziert. Sie haben die Laufgeschwindigkeit reduziert. Und wenn man Shaft nutzt, dann hat man nicht mehr so schnelles Movement, wenn man im Aim ist. Aber die Waffe ist immer noch gut. Ihr seht das. Sie ist immer noch zu gut. Sie ist zu gut, Alter. Wie findet ihr das neue Update bis jetzt? Naja, ich merke eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Du hast es perfekt zusammengefasst. All die Wochen Arbeit, die Treyarch reingesteckt hat für dieses Update. Dann noch 10 GB. 10 GB Update und ich sag dir was. Rat mal, wie viel Prozent weniger Leben der Hund jetzt hat. Keine Ahnung. 10%. Ist ja nichts. Ja.
Digga, du bringst alles so gut auf den Punkt, Alter. Du hast echt ein Talent dafür. Ich muss den aber lassen. Die Sniper wurden geupdatet, sodass die Sniper mehr one-shotten. Und angeblich sollte die MX-9 verbessert werden, die ich zu der Beta-Zeit so hart gesuchtet habe. Hier aber gar nicht. Ihr seht es, Level 9, also kaum gespielt. Und ich werde mal schauen, wie sie ist. Sie soll eigentlich sehr, sehr gut sein jetzt. Und dafür suchen wir jetzt wieder Chaos TDM. Ich will den Modus von Anfang an mal spielen und gucken, wie viele Kills man dort machen kann. Okay, jetzt habe ich vergessen, die MX-9 auszusuchen. Dann können wir nochmal die Titan zeigen und sie ist krass. Okay, ich wechsle. Sie ist einfach, es ist dieselbe, es ist quasi dieselbe. Das spielt jemand mit Titan. Ich gehe raus. Sofort, sofort. Ich spiele gegen niemanden, der eine Titan spielt. Man wartet übrigens immer noch 30 Sekunden. Es hat sich nicht geändert. Und ich verstehe nicht, warum. Verdammt ist Battery dort konzentriert. Allgemein hatte dieses Update den Fokus, die SMGs endlich mal besser zu machen, damit sie auch mit den ARs competen können in dem Spiel. Aber bis jetzt wurde es dominiert von Sturmgewehren. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist der Grund, warum ich als SMG auch kein Sturmgewehr quasi gespielt habe in diesem Spiel. Ich habe quasi nur die Rampart gespielt und die Waper und solche Waffen und kein SMG, was eigentlich traurig ist, wenn man bedenkt, dass ich quasi die VMP vergewaltigt habe. Und deshalb hoffe ich wirklich, dass dieses Update für die SMGs was gebracht hat. Aber ich komme gar nicht in Gunfights, um euch das zu zeigen, weil diese Map so abgrundtief schlecht ist, Mann. Im nächsten Update müssen sie einfach Marokko rausnehmen. Stellt euch mal vor, sie würden Marokko rausnehmen und dafür Raid reinmachen. Wie viel besser wäre dieses Spiel, bitte? Pass auf, Leute. Einige haben sich ja in dem Video, was ich gemacht habe, beschwert, dass... Warum spawnst du hier? Warum? 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 Hol mich. Ich habe kein Recht, da zu sein. Das ist dein Spawn. Ja, jetzt spawne ich auf der komplett entgegengesetzten Seite auf dieser enormen Map. Okay, danke, BO4, für diesen guten Spawn. Übrigens, die Spawns wurden angeblich besser gemacht. Angeblich. Okay, ja, haben wir gesehen. Was ich sagen wollte, ist, dass einige wenige, wirklich die meisten haben das Video absolut gefeiert und ist auch wirklich abgegangen. Aber einige wenige, was auch deren Recht ist, haben sich beschwert, dass ich sehr viel bemängele und warum ich das Spiel hate und bla bla bla, obwohl der erste Satz von dem Video, Black Ops 4 ist ein extrem gutes Spiel, war. Und ich klar gemacht, aber warte, warte. What? What the f... Und ich den Leuten klargemacht habe, dass ich das Ganze kritisiere und vor allem auf diesem Niveau kritisiere, weil, daran sieht man, MX9 ist immer noch nicht gut. Weil ich das Spiel so unglaublich liebe. Je mehr man etwas liebt, desto emotionaler, desto genauer achtet man auf Fehler und versucht, diese zu beheben. Ich liebe dieses Game. Okay, ich brauche das gar nicht zu versuchen, diese Waldschüsse. Ich brauche sie nicht zu versuchen, Leute. Waldschüsse sind mit SMGs in dem Game nicht möglich. Extreme Waldschüsse, wie ich sie eben gezeigt habe, ist einfach nicht möglich. Es geht nicht. In BO3 war es easy, aber hier... Mann, hol die Leute bitte. Die MX9, die jetzt besser sein sollte, ist immer noch nicht so gut wie die ARs. Und das ist scheiße. ARs und SMGs sollten gleich gut spielbar sein. Da noch einer. Der geht. Also es macht ja Spaß. Ich bin ja SMG-Spieler. Ich merke es ja immer wieder. Ich bin SMG-Spieler, aber sie sind einfach nicht so gut wie ARs. Es ist für mich schwierig, eine SMG mit gutem Gewissen zu spielen, wenn ich weiß, dass eine AR viel mehr melden würde. Und ich mache das wirklich nur, weil mir dieses Spiel so viel bedeutet. Sonst nicht. Und warum? Seht ihr? Nein, warum? Ich hätte mit einer AR den Double Kill. Warum soll ich eine SMG spielen? Und warum wird das nicht verbessert? Und warum war das Waffenbalancing in der Beta besser? Schaut euch das an, der Hund. Der Hund läuft hinterher. Nein, ich hoffe gerade für die Gegner, die mich abfacken, dass er... Hund gegen Hund! Was? Was? Was zum Teufel, Mann? Der Hund killt mich und dann killt der andere Hund den Hund, Digga. Wie oft habe ich gerade Hund gesagt? Ich dreh durch. Das ist wirklich, das ist zu viel für mich. Ist zu viel für mein Herz gerade. Das ist unglaublich. Ich dreh wirklich durch. Komm, kleiner Trickshot. Okay, das war enttäuschend. Der Reiniger in diesem Spiel, der gut war, so wie er ist, weil im BO3 war er zu OP und hier musste man mehr als so eine Nanosekunde den Gegner mit der Flamme berühren, damit man den Kill bekommt. Der wurde geändert und der ist jetzt wieder wie in BO3. Die haben sogar in den Patchnotes so geschrieben, Leute. Die haben so geschrieben, der Purifier ist jetzt wieder so vernichtend, wie ihr ihn kanntet. Danke, Treyarch, ich kannte ihn vernichtend. Ich wollte ihn aber nicht mehr vernichten haben, Mann.
Angeblich haben sie die Zeit, die man braucht, um seine Ausrüstung von seinem Specialist zu bekommen, reduziert. Ich wurde aber noch nie in meinem Leben so oft von der Stolperfalle in einem Game geholt. Was zum Teufel, Treyarch, Mann? Was ist los mit euch? Der erste Typ, den ich gefragt habe, hat gesagt, es fühlt sich an, als hätte sich nichts geändert. Ich würde sogar sagen, das ist falsch. Es fühlt sich so an, als hätte man alles schlechter gemacht. Ich raste wieder zu viel aus. Ist gut, dass ich die Snapback nicht aufhabe, sonst wäre mein Kopf wahrscheinlich schon geplatzt. 300 Punkte. 300 zu 300? Gleichstand? Was? Was ich aber mache, und ich glaube, das wird den Tag für mich retten, ist Waffenspiel spielen. Und es war wirklich Zeit, diesen Game-Mode wieder zurückzubringen. Ich bin so hyped. Let's go, Mann. Am besten noch auf Slums oder so. Oder Firing Range. Ja, Firing Range. Let's go, Alter. Alte Zeiten. Ich join zwar nach, aber egal, wir werden unser Bestes geben. Also, wir starten mit der Mose und dann sofort auf die Unfriede. Eine sehr, sehr gute Waffe, mit der ich eigentlich sofort den Kill bekommen sollte. Und jetzt... Oh Gott, was hinter mir... Was? Was? Warum schießt sie so langsam und hat die nicht geholt? Okay, das ist gut. Shotguns schlecht machen. Die waren eh immer zu gut. Aber was? Die schießt viel zu langsam und holt... Was? Da ist er wieder. Komm hinter ihm. Wieder nicht. Ich weiß, ich soll eigentlich nicht aimen, aber egal. Komm. Da ist wieder jemand. Da ist wieder jemand. Oh, let's go. Nein, schade. Okay, anscheinend ist hier jemand. Alter, schießt die schnell. Haben die Schnellfeuer auf die Spitfire gemacht, oder was? Da noch jemand? LMGs sind schlechter gemacht worden. So, komm her, zeig dich. Der hat so hart gefailt, da reinzukommen. Hier ist auch noch jemand. Da ist er. Oh Gott. So. So, hinter mir. Der kommt jetzt rein. Komm. Du leckst so hart, Alter. Heal dich. Hier geht's weiter. Wo bist du? Wo seid ihr? Wo spawnst du? Da. Was ist das? Lol. Nein. Nein. Komm her. So, den haben wir. Der hat auf jemanden gezielt. Den holen wir uns auch. Der hat einen Granatwerfer. Das spawnt jemand da. Aber mir gefällt die Geschwindigkeit von dem Spiel extrem gut. Das erinnert mich wirklich an BO1. Anscheinend soll auch die ECR schlechter gemacht worden sein, was ich nicht glaube, weil alles, was bis jetzt in den Patchnotes stand, nicht gestimmt hat. Okay, einmal ECR auf euren Nacken, zeig dich. Ja, viel besser als jede SMG auf die Distanz. Es ist doch, es ist lächerlich, es ist traurig. Es ist wirklich traurig, Mann. Seht ihr das? Warum soll man jetzt noch eine SMG spielen? Warum? Ich hätte den auch, hätte ich nicht nachgeladen. Ja, immer noch gleich gut. Die sind immer noch, die ECR ist absolut identisch. Absolut gleich. Sie ist krass, sie ist immer noch gut. Sie ist so gut, Mann. Warum zum Teufel sollte ich überhaupt noch eine SMG spielen? Ich kann es nur nochmal fragen. Warum sollte jemand eine SMG spielen, wenn er diese Waffe haben hier kann? Diese Waffe hier haben kann. Ich kann nicht mal mehr reden, Alter. Mann, warte. Jetzt kann ich den neuen Tempest direkt testen. Moment, mit dem Schild. Den grillen wir sofort weg. Der ist tot. Zack. Ach so, okay. Ist immer noch derselbe Tempest. Oh Gott, der Hund. Der Hund. Oh Gott, dieses Gefühl. Dreckshund. Ich habe mir die Liste so 10, 15 Minuten durchgelesen, mir die wichtigsten Punkte aufgeschrieben. Schaut sie euch nochmal selbst an, spielt das Spiel. Es kann sein, dass einiges gut ist. Die Saug zum Beispiel war vorher auch schon gut. Die wurde jetzt ein bisschen verschlechtert, ist quasi dieselbe, aber SMG ist immer noch zu schwach. Egal, Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.